Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdoms Reborn hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind im Menü, weil es gab einen etwas größeren Patch, der wohl sehr viel Änderungen mit hinbeibrachte und leider Gottes sind die Save Games broken, also man kann die alten Spiele nicht laden. Ich habe es gerade eben auch selbst nochmal versucht, weil, man versucht es halt doch. In dem Patchnotes stand da aber drin, dass das nicht geht und ja, es geht wirklich nicht. Das Spiel crasht. Wir werden uns 4 Gegner holen. Wir werden den Seed nicht Seed nennen, sondern wir werden ihn diesmal auch wohl nicht Steel Game Studio nennen. Ich werde ihn einfach mal nach meinem Namen benennen. Vielleicht sieht er denn aus. Map Size. Werden wir trotzdem Large spielen, auch wenn es instabil laufen ist. Seed Level Medium. Also die ganzen anderen Sachen lassen wir Medium. Ich weiß gar nicht. Das habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Ob man jetzt, auch, wie soll man sagen, Sprache umstellen kann. World ready, start game. Wir werden dann gleich mal in die Pause gehen, um uns einen geeigneten Ort sozusagen zur Siedlung und zur Gründung unseres Königreiches bringen. Der einzige oder ein großer Vorteil an der ganzen Sache ist, wir kennen jetzt schon so ein paar kleine Tücken, worauf man achten kann, auch drauf achten darf, und wir sehen schon, die Karte ist wesentlich größer. Cheers to a new beginning. Genau, das brauchen wir alles erstmal nicht. Das kennen wir, das Tutorial können wir uns erstmal sparen. Und die ganze Welt hängt doch arg zusammen. Hier hinten hätte man so eine einzelne Insel, auf der nicht allzu viel passieren kann. Wir sind im Pausenmodus unterwegs. Und gefühlt würde ich sagen, gibt es häufiger Ressourcen, dass man mehr an verschiedene Sachen kommt. Also mehrere der Kolonien hier haben jetzt irgendwelche besonderen Waren im Angebot. Hier liegt die Kohle einfach so rum. Hier liegt Eisen rum. Und hier ist noch ein kleines Dörfchen. Also wenn man sich sowas auswählt, dann hat man natürlich gleich gute Startbürgerzahl. Muss dann aber schnell für jede Menge Häuser sorgen. Da oben hat sich Hastein gebildet mit jetzt den 18 Einwohnern, die man zum Start hat. Wir müssten ja 4 weitere... Oh, das geht ja aber noch weiter rüber hier. Okay, hier oben ist auch nochmal eine Insel. Für sich gesehen eigentlich ganz brauchbar. Gold ist drauf. Oben haben wir Kohle, Eisen, Gold. In den kälteren Gebieten. Ich weiß gar nicht, ob das einen Einfluss hat. Aber ich denke mal schon, dass das einen Einfluss haben wird auf die Heizgewohnheiten, wenn wir in kälteren Gebieten unterwegs sind. Also, dass man da mehr heizen muss als in anderen. Hier unten hat man auch Kohle, Gold und Eisen. Also, das ist eigentlich schon gar nicht so schlecht. Wir kommen auch relativ schnell an Cannabis, Wein. Naja, gut, okay. So, dann haben wir hier unten noch ein paar Inseln. Da haben wir noch Inseln. Okay. So, Ruin hat sich gebildet hier. Okay. Und der zweite, den wir sehen, Hastein. Okay. Den vierten sehen wir noch nicht, aber ich glaube, wir werden uns hier auf dieser Insel niederlassen und diesen Kontinent für uns sozusagen erobern. Haben hier sehr viel Kakao und ähnliches in den tropischen Gebieten. Wein, und hier oben hatte man auch Cotton noch, also gleich schon ziemlich schnell auch Baumwolle und Färbemittel und ähnliches. Also das könnte man relativ schnell sozusagen durchkommen. Ja, auf der Seite, ne? Da haben wir hier schon gleich Wein, da haben wir die Kohle, ein Eisen, Baumwolle, Färbemittel. Sehr viel Fluss, also sehr viel auch, wo man an Flüssen Dingen bauen kann, wie Felder, ähnliches. Wir klicken hier mal drauf, was kostet uns das? 620. 700 und... eine etwas größere hier noch, wo wir vielleicht auch was in der Nähe haben. Hier ist Wüste. Wüste ist immer nicht so ganz so cool, weil da wächst nicht so viel. Und um dann hier so durchzukommen, braucht man dann sehr viel Forschung relativ früh schon. Eisen, Kohle. Also hier dieses Gebiet sieht auch sehr gut aus, ne? Also guck mal, Eisen, Kohle kommt man hier relativ schnell dran. Hier haben wir auch Kakao relativ schnell. Hier unten ist Cotton, Cotton, Cotton. Hier haben wir Kakao. Hat sich denn jetzt der andere schon niedergelassen oder nicht? Und wir könnten uns auch auf diese Rückseite von dem hier
Bis dahin haben wir dann erstmal Platz, ne? Ruhen. Also man muss ja nicht in direkter Konkurrenz mit einem anderen Königreich gleich stehen. Na gut, also ich würde sagen, die Location, die Startlocation würde ich hier oben in die Ecke hin verlegen. Also das sieht hier schon ganz gut aus. Hier kommt man auch relativ schnell zu Rohstoffen, die wir dann gebrauchen können. Hier liegt ein bisschen was rum. Da haben wir gleich ein Dörfli noch mit dabei. No build space available. Okay, also hier kann man ein bisschen was bauen. Ja, aber ich bräuchte was Größeres schon mal. Würde endlich. Okay, das geht auch. Und dann sich hier so durchkämpfen. Naja, die Frage ist, also wo kann man denn hier größere, also hier könnte man eine größere Stadt gründen, also hier einfach so, dass hier die Bevölkerung drin wohnt und dann die Arbeiter in alle Richtungen gehen. Nicht so einfach, wie man sich das denkt. Oder gehen wir hier drauf und dass wir hier sozusagen erstmal unsere Siedlung dran machen und dann die Arbeiter hier rum, naja, das ist auch. Das ist wirklich nicht einfach, den richtigen Startpunkt zu finden. Aber gut, wir könnten die dann gleich die beiden hier nehmen. Also die andere gleich mit dazu nehmen und dann hätten wir jetzt mal hier an der Küste ein bisschen was. Wir müssen darauf achten, dass wir dann hier oben nachher die Weinfelder hinbauen und die Winery und dann sowas alles dann haben. Hier haben wir dann die Färbemittel und ein paar Kisten noch rumfliegen, die man dann als spezielle Goodies noch nimmt. Hier liegen jede Menge Steine drumherum. Hier ist nochmal ein Dörfchen, was wir relativ schnell kriegen können. Nehmen wir das hier erstmal als Startlocation. Das lassen wir so. Unlock Bridge. Okay, Town Hall können wir bauen. Die werden wir natürlich dann auch bauen. Oben ist ja das Lager dran. Und dann werden wir hier erstmal eine Town Hall hinstellen. So. Master Schröder Town. Das editieren wir mal gleich wieder in Steel City. Das sieht schön kurz aus, das passt ganz gut. Und jetzt können wir hier mal ganz kurz gucken. Charcoal, Burner, Hunting Lodge, Fishing Lodge. Das können wir auf jeden Fall alles gebrauchen. Immigration Office erstmal nicht. So. Aber was wir brauchen, sind natürlich Häuser. Die sind hier. Wir brauchen erstmal ein paar Häuser. Das ist auf jeden Fall wichtig. Die wir dann hier erstmal hinstellen können. Geht's da denn? Da geht's quasi, da ist die Straße. So, dann müssen wir mal aus. Dann müsste jetzt eigentlich hier genau ein Haus Rücken an Rücken ranpassen. Genau. Und dann bauen wir noch ein Haus. So. Dann können wir hier die Dirt Road erstmal durchziehen. Die dahin kommt, die dahin kommt. Die da runter geht. Hier hoch geht. Die geht schon mal darüber. Hoppala. Moment, das wollte ich haben. So. Dirt Road. Gut, dann machen wir hier die Straße hoch. Hier die Straße rüber, hier die Straße rüber. Und hier die Straße runter. So, gut. Dann haben wir hier erstmal ein bisschen Bevölkerung. Dann können wir unsere Hunting Lodge natürlich hier auf dieser Seite hinstellen. Auf der anderen Seite von dem Ganzen. Und die Fishing Lodge, die kommt natürlich dann hier an den Fluss hier ran. Da, wo sie sehr gut funktionieren könnte. Hier wäre sie mit 128% Efficiency natürlich sehr gut. Das passt schon mal. Und so ein Charcoal Burner, den brauchen wir natürlich auch, damit wir das Holz, was wir fällen, dann demnächst auch als Kohle haben. Eine Brücke haben wir freigeschalten. So, jetzt machen wir erstmal die Pause aus. So, dann geht es hier erstmal los und jetzt kriegen wir hier Wheat Seeds.
Das ist natürlich nicht schlecht. Ein Trading Post. Choose Card. Starting Card. Invest. Plus 30 Income. Global Slot. Card Price 300. Unlock Wheat Farming. Wheat can be eaten. Or brew to beer. Lass das. Wheat können sie auch direkt essen? Das wusste ich gar nicht. Aber ich habe letztes Mal den Trading Post gewählt, ne, damit ich handeln kann. Und das werde ich jetzt hier wieder auch tun. Denn Handel ist sozusagen sehr wichtig und der passt gleich da daneben hin. Das ist schon mal gut. So, another starting card. Okay. Produktivität, Garbage Seeds sind auch wichtig. Können wir Kohl machen. Would you like the Guardians? Nope. So, einmal anklicken. Unlock Farm. So, dann haben wir jetzt auch die Farm quasi. Und könnten theoretisch schon eine Farm anlegen, die uns Kohl macht. Blöp, machen wir da lieber wieder. Wo gehen wir denn da mit der Farm am dümmeligsten hin? Brauchen nachher noch, naja gut, nee. Ja, nee, machen wir erstmal nicht. Wir werden jetzt erstmal noch darum kümmern, dass wir dieses Gebiet dazu kriegen für 700. Und dann lassen wir das mal weiterlaufen und dann haben wir nämlich hier oben nachher gleich, ich hoffe, dass wir dann die Holzgeschichten und sowas dann alles machen können. Ich werde erstmal auch dann hier einmal sagen, machen wir alles nackig hier. Kannst du einmal alles abreißen, was hier rumsteht. Das können wir erstmal alles gebrauchen. Für die Produktion und allen möglichen anderen Krempel. So, die Häuser müssten ja reichen, die ich gebaut habe. Vier Stück? Nee, vier Stück reichen nicht. Da brauche ich noch ein paar. Moment, genau, ich brauche noch ein paar. Ich brauche noch ein paar Hauses. So. Die setzen wir mal direkt da dran. Da müsste sich noch genau eine Reihe ausgehen. Die sind auch schon hier mit Mistwetter. Das ist ja furchterregend. So, dann haben wir 8 Häuser erstmal. Die nach und nach auch an Holz kommen. Und dann müssen wir hoffentlich bei der nächsten Kartengeschichte dann auch schon die Holzverarbeitung bekommen. Also Holz ist natürlich wie immer ein massives Problem, aber momentan, naja gut, wir haben hier genügend Wald. Müssen wir erstmal unsere Leute in die Häuser reinkriegen, aber das scheint relativ gut zu klappen hier. Unlock Research, Search Tech Tree anzeigen. Herbal Seeds, Trade, Trading Post und Trading Port. Mushroom Lock Sterilization, das ist auch nicht schlecht, da können wir nämlich dann die Mushroom Farm bauen und Flame Boreal Forest in Trunda Province Coast Half as Usual. Was ist Boreal Forest? Weiß man nicht. Okay, na gut, das müssen wir dann mal machen. Aber ich würde sagen, Improved Woodcutting, immer gut. Dauert ja auch nur 133 Minuten, bis das fertig ist. Ja. Die Fuel Reserves are low. Das ist natürlich auch nicht schön. Hier rennt ein Hirsch rum. Das ist wiederum sehr schön eigentlich, wenn hier ein Hirsch rumrennt, weil dann kann der Jäger hier mal irgendwas machen. Wenn die Hunting Lodge gesetzt ist. Hier ist nämlich die Hunting Lodge. Das ist nämlich ganz gut. So, ja, der Charcoal Burner hat natürlich kein Holz zum Charcoal Burnen, aber naja gut. Kann auch keine Arbeiten drin. Not enough Input. Und hier sind die Häuser ohne Holz. Problem, oder beziehungsweise die Sache ist die, da wo sie stehen, wird ja eh abgerissen. Da kommt ja schon ein bisschen Holz zustande. Und Fisch kriegen wir als Nahrungsmittelquelle schon mal. Und die Hunting Lodge ist auch schon mal voll besetzt. Und jetzt ist hier auch der Charcoal Burner schon fleißig dabei, aus 10 Holz 10 Charcoal zu machen. Sehr gut. So, gleich haben wir die nächste Zeit bekommen. Oder beziehungsweise bekommen die nächste Karte. Der Forester ist wichtig. Den brauchen wir. Den Fruit Gatherer nehmen wir auch noch mit, damit wir an Nahrung kommen. Und ja, mein, das ist natürlich schade, aber gut, da müssen wir natürlich auch noch dran. So, dann müssen wir jetzt hier den Forester aufstellen. Den würde ich ganz gerne hier eigentlich hier hinter haben. Kann ich aber nicht, weil da fehlt mir das Land zu. Natürlich braunhaft wieder. So, da ist mir der Platz, da ist zu wenig Platz dafür. Da steht der Trading Post im Weg.
Hier unten Forester machen, das ist ja Quatsch, oder? Ja, ich meine, die Karte können wir eh uns wiederholen, ne? Wir können sie ja abreißen. Wir können ihn ja erstmal hier hinsetzen, so. Und den Food Gatherer können wir ja auch erstmal hier mit reinsetzen. Den kriege ich hier noch rein, ne? Der kann jetzt noch Früchte holen, so. Und dem sagen wir, du sollst Non-Food Trees, Water Plants, hier. So, der darf dann alles machen, oder soll auch alles machen, damit wir da ein bisschen was bekommen noch. So, jetzt ist das Wetter wesentlich schöner, das ist schon mal gut. Und wir können uns dann mal gucken, dass wir uns hier oben noch ein bisschen ausbreiten. Mein Träger-Account war gerade 0, das finde ich interessant. So, Houses Upgrade Unlock. Ah ja, Wood Industry. Ah, okay, ja, das ist das, wenn wir hier genügend Häuser haben, okay. Unlock Statistikbüro, once built a low in your town, view statistics. So, dann haben wir ein Statistikbüro, das haben wir schon mal freigeschalten. Nein, das ist ja schon mal schön. Ja, komm, baust da hin. Können wir es uns mal angucken, wenn es denn sein muss, irgendwann. So, Trade 3000 Gold, also so viel sollen wir hier vertraden. Für 3000 Gold oder insgesamt 3000 Gold, das heißt auch, wir können auch Sachen einkaufen wahrscheinlich, die uns was bringen. Und hier unsere Fishing Lodge, das ist natürlich schon mal sehr gut. Unlock Furniture Workshop. Yep, dann kaufen wir mal einen davon. Keine Ahnung, wo der jetzt mehr her ist, aber wir könnten jetzt sozusagen Möbel machen. Storage full. Das ist auch ungünstig. Ich würde sagen, dann machen wir mal noch eine Stelle, wo wir ein Storage hinsetzen. Machen wir mal eher hier oben dann. Wie groß darf denn der sein? Maximal, ich glaube, 8x8, ne? So, dann haben wir da nochmal einen riesengroßen Storage hin. Bis wir nachher die Warenhäuser kriegen oder sonst irgendwas. Wird's interessant. So, jetzt haben wir nochmal eine Fishing Lodge, einen Food Gatherer und Mushroom Farms. Die kaufe ich mir natürlich, weil damit kann ich mir Nahrungsmittel beschaffen. Und das ist wichtig. Nahrungsmittel brauchen wir. Wo habe ich denn... Geht die Zeit irgendwie schneller voran? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder macht das diese hektische Musik einfach nur? Kann natürlich sein, dass diese hektische Musik das einfach nur sozusagen erzeugt, dieses Gefühl, dass die Zeit schneller vorangeht. So, heißt also, ich würde jetzt hier nochmal eine Straße schon mal langlegen und hier auch schon mal eine Straße langlegen. So. Und dann können wir hier eigentlich mal sagen, den Furniture Workshop. Der passt genau da nicht rein, das ist ja ungünstig. Wo passt der aber da rein? Dann bauen wir den mal da rein. Dann kann der das machen. Die Mushroom Farm. Achso, die steht ja dann in dem Lager dann. Kommt dann erstmal dahin. Der Fruit Gatherer, der zweite. Den stellen wir mal hier ganz außen hin oder so. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ne, den stelle ich hier dazwischen. Dann kann nämlich da der Weg hochgeschoben werden. Hier dazwischen hoch, zack. Sieht schon mal gut aus. So, das hat dann hier sozusagen Konsequenzen in die Richtung und in die Richtung. So, und da müssten jetzt eigentlich zwei Häuser dazwischen passen. Nee, natürlich nicht, ne? Mal zwei Häuser hier hingestellt. Dann machen wir nochmal dorthin das wieder raus. Das klingt irgendwie schwierig gerade im Hintergrund. Wie ist die Zeit schneller, kann das sein? Speed 1? Hatten wir sonst immer Half Speed nur? Haben wir sonst immer in der Geschwindigkeit bloß gespielt? Ich glaube ja, ne? Hm? Interessant. Not enough input, ja. Okay, das ist klar. Gut, hier ist der Garden Plant, Non-Food Trees. Das bringt natürlich nichts, wenn hier der Food Gatherer daneben steht, ne? Ja gut, der kann ja da drüben reinlaufen und kann ja hier ein bisschen das Food-Zeug raushauen. Hier werden ja ein paar Bäume schon gemacht wieder. Okay, so. Ich habe kein Geld für solche Sachen, kann mir nichts kaufen davon. Das ist natürlich sehr schade, aber momentan haben wir halt eben noch keine großartig vier großen, starken Einnahmen. Die müssen wir natürlich erst erzeugen. Wir können natürlich was traden, wenn wir was über hätten, aber da bin ich jetzt auch erstmal, sagen wir mal, vorsichtig mit dem ganzen Materialien, die wir hier haben am Start. Das ist schon ganz okay soweit. So. Hier, dann können wir dann Claim Province for Food. Ist natürlich nicht schlecht. Oh ja, das ist natürlich echt nicht schlecht. 89 Food.
Oder die hier für. Ne, warte mal, dann würde ich eher die hier oben erstmal nehmen. Aber hier oben, das war die mit Wein, ne? Die kostet ein bisschen mehr, aber. Gut, ich würde dann sagen, dann werden wir die jetzt da oben erstmal mit einer Mushroom-Farm hier hinsetzen. Dann haben wir zwei davon hier zum Dings. Und die Fishing Lodge, die andere, würde ich dann hier außen hin ansetzen. Das sieht auch ganz gut aus. Dann mit der Dirt Road. So. Gut, und dann hacken wir da oben nochmal das Holz ab. Machen wir hier dann oben auch erstmal alles platt. Was da Platz zu machen geht. Dann haben wir kurzzeitig viel Holz. 21 Leute. Ah, das werden schon mehr. Okay, das ist schon mal gut. Und Town Hall Income Building Upkeep kostet $20 mittlerweile schon. Schon sehr teuer. Und die Häuser bringen noch nicht allzu viel Geld. Das liegt daran, dass es halt eben noch nicht wirklich Luxus gibt. Ne? Aber gut. Das müssen wir dann halt mit der Zeit dazufügen, dass es dann auch Luxus geben kann und nicht nur Arbeit. Output Inventory ist full. Interessant. Set Product Target. Achso, okay. Was ist das hier? Priorität wahrscheinlich. So, Unlock Pottery. Would you like to buy one? Ja, wenn ich 80 Taler hätte, könnte ich auch eine Pottery bauen. Keine Ahnung, wo ich jetzt wieder geunlockt habe. Wahrscheinlich durch meine Gebäudebau. Dann warten wir drauf, dass wir 80 Gold haben und dann können wir die kaufen. Meine Karten kriegen wir da unten auch schon wieder. Okay, da steht jetzt eine 2 unten dran. Okay. Ja, Clay Pit, ja, das ist genau so ein Ding. Eine 2 unten dran, weiß man nicht. Was? Kanzel. So, dann müssen wir jetzt die 60 abwarten. Weil den würde ich gerne auch kaufen, nur den noch Money. Oh, würde ich auch gerne kaufen. Na ja, gut, okay, haben wir ein paar Karten freigeschalten. Haben aber nicht die nötigen, Dinge dafür. So, ich habe jetzt die Möglichkeit, weil wir da oben sind noch zwei Häuser an. Einfach nur, weil es passt hier oben. So, ist interessant, wie schnell die hier denn das Abgehacke-Geräusch machen, ne? Das finde ich schon interessant, aber gut. So, dann haben wir da oben noch zwei Häuser. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 10, 40 Leute. Dann haben wir Platz für 48 Leute. Ist schon mal gar nicht so schlecht. Gut, also der Start in die neue Welt geht jetzt langsam voran. Hier wird jetzt auch schon ein bisschen was rausgetragen. Das Lager muss hier gebaut werden. Dann hoffen wir mal, dass das relativ schnell geht. Momentan sind die Lager hier ziemlich voll. Ein paar Leute arbeiten schon für uns, das ist auch gut. Und natürlich wäre es noch besser, wenn wir noch ein paar mehr bekommen würden, damit wir noch ein bisschen mehr Einkommen haben. Da denke ich mal, sollten wir noch dran arbeiten. Was kostet uns das Upgrade der Town Hall? Das kostet uns 200 Gold. Da sollten wir vielleicht darauf hinarbeiten, dass wir das upgraded kriegen, weil dann ist das Income wesentlich höher und das Städtelevel ist höher. Und ja, dann müssen wir irgendwann halt eben dafür sorgen, dass hier so ein bisschen immer genügend Essen da ist, dass wir uns dann über den Trade mit Food quasi nach oben arbeiten. Not enough Input. Also hier fehlt auch Holz, Holz, Holz. Und wie gesagt, da müssen wir dann dafür sorgen, dass wir genügend Holz ankriegen. Aber das kriegen wir hin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder auch ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Das letzte Mal hatten wir relativ schnell so zusätzliche Kisten irgendwo gefunden. Ne? Die gibt es hier denn in irgendeiner Provinz hier auch in der Nähe. Wie gesagt, also hier, das wird interessant mit dem Wein. Das wird interessant hier. Eine Karawane hat uns erreicht. Da können wir jetzt natürlich traden. Ich würde sogar sagen, dass wir ein paar Orangen wegtraden, einfach weil es geht. Und weil wir dafür momentan verhältnismäßig massiv viel Geld bekommen. Was dann natürlich dann uns hier weiterbringt. Also, dass wir dann hier nochmal einen Forester nehmen wir dann nochmal mit. Noch einen Charcoal Burner, eine Hunting Lodge und einen Fruit Gatherer. Das nehme ich gerne alles nochmal mit. So, dann haben wir hier nochmal das Clay Pit. Dungeon Workshop brauche ich nicht. Hunting Lodge habe ich schon noch eine. Noch eine Fishing Lodge. Ja, eine nehmen wir noch mit.
Also, dass wir dann hier dann erstmal auch quasi hier unten mit dem Clay Pit und ähnlichem klarkommen und eine Pottery hinbauen können, damit wir dann hier so langsam aber sicher. Passt da nicht mehr rein, da hinten auch nicht mehr ran. Sorgt aber für schlechte Stimmung hier bei ihm, das wollen wir natürlich nicht. Dann kommt er halt dahin. So. Und dann noch ein Forester, den können wir dann hier oben hinsetzen. Dass der dann nochmal ein bisschen für Holz sorgt. Und einen Food Gatherer gleich daneben. Und den Charcoal Burner würde ich dann durchaus auch hier oben erstmal hinsetzen wollen. Und nehmen wir nochmal einen Weg hin. So. Und eine Fishing Lodge können wir auf jeden Fall hier nochmal ansetzen. So. Das sieht auch sehr gut aus. Dann sollte erstmal für genügend Nahrungsmittel gesorgt sein. Gut. Wie gesagt, Holz brauchen wir. Sehen wir in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.